So, Frau Hofer, jetzt lassen Sie ihn einmal richtig verwöhnen. Da schauen Sie her, Parmaschinken, Melonen und da haben wir noch eine Rehpastete mit Trüffel. Ui, womit habe ich denn das verdient? Weil Sie immer so nett zu mir sind und so geduldig. Da schauen Sie her, die habe ich gestern geschenkt gekriegt. Aha, was ist das? 2 Freikarten für das Volksmusikkonzert heute auf Nacht. Aha. Ja, als Vorsitzende vom Kulturausschuss muss ich mich da blicken lassen. Aha. Die Jasmin Roos ist auch dabei. Die stammt sogar aus unserer Gegend. Aha. Die kennen's doch. Das ist der neue Stern am Volksmusikhimmel. Der Lied spielen sie doch zurzeit jeden Tag im Radio, rauf und runter. So wie du ist nur der Sonnenschein. So wie du kann wirklich nur ein Engel sein. Ja, nein, sagt mir jetzt nichts. Und das ist heute Abend, sagen Sie. Ja. Wollten wir zwar da nicht einen Stall ausmisten. Ah, da werden wir locker fertig bis zum Konzert. Ja. Jetzt fällt's mir, ich hab halt Bereitschaft. Haben's nicht. Ich hab zufällig gestern mit meinem 80er telefoniert. Dann hab ich da irgendwas durcheinander gebracht. Fällt Ihnen sonst noch eine Ausrede ein? Nein, dann machen wir das. Dann gehen wir da halt. Brandl? Frau Stockel? Ja, und wo ist es? Ich bin schon unterwegs. Ja, Frau Hofer, mit dem Konzert, das wird heute Abend nichts. Was? Die Frau Roos wird heute nicht singen. Warum nicht? Die liegt tot in dem Haus. Ach, das. Morgen, Kollegen. Guten Morgen. Morgen, Herr Brandl. Herr Mohr, wie schaut's aus? Wissen wir schon was? Ja, wir wissen, das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, was ich weiß. Und das ist halt nicht viel. Macht nichts. Ich will's trotzdem wissen. Also, die Tote heißt Jasmin Roos, 22 Jahre alt. Und sie war sowas wie der strahlendste Stern am Volksmusikhimmel. Ja, genau. Ja, gefunden hat's der Briefträger. Nicht schon wieder der Pfistermeier. Nein, war ein anderer. Aber ich habe ihn fahren lassen. Also Name und Anschrift haben wir natürlich. Wir müssen übrigens davon ausgehen, dass es sich um Raubmord handelt. Was schaust du da? Fenster in der Küche. Eingeschlagen. Weiß man schon, was fehlt. Schaut's. Geld haben wir keins gefunden, Schmuck haben wir keinen gefunden. Und wenn wir nichts gefunden haben, dann sagen wir, es fehlt. Und wenn es fehlt, hat es der Einbrecher mitgelassen, meinen Sie? Ja, genau. Könnten Sie recht haben. Und wer recht hat, soll er was. Weitersuchen. Ja, ist richtig. Grüß Gott, Frau Doktor. Hallo, Herr Brandl. Wo haben Sie denn Ihre bessere Hälfte gelassen? Oh. Ich meine den Herrn Linz. Ja, das wüsste ich auch gern. Und, können Sie schon was sagen? Ja, der Todeszeitpunkt war wohl gegen Mitternacht. Mhm, plus minus. Genau. Wahrscheinlich wurde sie mit dem Kaminbesteck erschlagen. Hat oben was gehört, ist die Treppe runter und hat den Einbrecher überrascht. Naja, das werden Sie ja wohl schon rausfinden. Schauen wir mal. Tschüss. Ciao. So, Wertgegenstände haben wir wirklich keine gefunden. Sagen Sie mal, Herr Mohr, war da nicht in letzter Zeit bei uns schon mal ein Einbruch? Bei uns zwar nicht, aber in der Gegend vielleicht schon. Für die Witze bin ich normalerweise eh zuständig. Lassen Sie sich doch einmal eine Akte geben von den Kollegen vom Einbruch. Ach so, wie die Übereinstimmungen. Genau. Mhm. Ja, immer wieder gerne, Herr Brandl. Ach, Herr Mohr. No. Weil Sie gerade da sind, vielleicht fragen Sie mal die Nachbarn, ob die irgendwas gesehen haben. Ja. Also. Morgen, Frau Stockel. Herr Linders, Hansja, guten Morgen. Der Herr Brandl sucht Sie schon die ganze Zeit. Es gab eine neue Leiche. Ja, eine Jasmin Roos. Nicht eine Jasmin Roos. Die Jasmin Roos. Wie die?
Das war der neue Stern am Volksmusikhimmel. Die wäre heute in Rosenheim auf der Volksmusikveranstaltung aufgetreten. Und im Radio spielt die ganze Zeit ihr Liedl. Das geht ja so, passens auf. So wie du ist nur der Sonnenschein, so wie du kann wirklich nur ein Engel sein. Sehr begabt, Frau Stockel, aber nicht meine Abteilung. Tja. Guten Morgen. Morgen, Herr Brandl. Morgen. Ah, Herr Kollege, es freut mich ja, dass Sie auch schon da sind. Schön, dass ich Ihnen eine Freude machen kann. Kaffee? Gern. Frau Stockel, schmeißen Sie sich doch bitte mal ins Internet und suchen Sie mal alles raus, was Sie finden über diese Jasmin Roos. Herr Brandl, das habe ich doch schon längst gemacht. Was wollen Sie wissen? Dass sie der strahlendste Stern am Volksmusikhimmel ist. Wahr. Wahr. Das weiß ich schon. Dass Ihre Karriere erst ein Schwung gekommen ist, als Ihr Manager gewechselt hat, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, gell? Na? Also, vor einem halben Jahr hat sie ihren Manager gewechselt und dann ist es mit ihrer Karriere steil nach oben gegangen. Man munkelt sogar, dass sie was mit ihrem gehabt hat. Okay. Tja, dann sollten wir uns diesen Herrn mal vornehmen als erstes. Brauche ich mir noch den Namen? Habe ich doch schon längst aufgeschrieben. Bitte. Marvin Kessler. Das kann bloß er sein. Willst du was trinken? Du bringst wirklich alle Voraussetzungen mit. Ruf mich an wegen der Probeaufnahmen und dann anschließend gehen wir in Oblast. Nehmen Sie beim Wort. Kannst ruhig du zu mir sagen. Ich bin Marvin. Okay. Herr Kessler? Ja. Auch Kommissar Lind, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Prantl. Wir sind sowieso fertig, okay? Bis ganz bald. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Wiederschauen. Was habe ich mit der Polizei zu tun? Herr Kessler, Sie sind doch der Manager von Jasmin Roos. Ja. Frau Roos ist heute Morgen in Ihrem Haus tot aufgefunden worden. Das gibt's doch nicht. Sagen Sie, dass das nicht stimmt. Das ist bedauerlich, aber kann man leider nicht mehr ändern. Ich meine, das Konzert heute Abend. Die meisten Leute kommen wegen ihr. Ja, das. Wie soll das gehen? Das ist eine Katastrophe. Ja, da haben wir zwei Espressi für die Herren. Einmal. Zweimal. Und ein Zucker wäre dabei. Ich verstehe, dass Ihnen das sehr nahe geht, aber wir müssen Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Was ist denn passiert? Ja, Jasmin Roos wurde ermordet. Nee, das ist unmöglich. Ich meine, wer sollte sowas tun? Gerade jetzt, wo ich so eine super Gage ausgehandelt habe. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wann haben Sie Frau Roos das letzte Mal gesehen? Naja, gestern Nachmittag bei der Probe für die Veranstaltung. Das letzte Mal. Danach? Nicht mehr. Sie ist gegen vier nach Hause gefahren und ich blieb bis acht wegen der Umbauaufbauten und... Scheiße, ich muss sofort eine Pressemitteilung rausgeben. Entschuldigen Sie. Sie waren erst seit kurzem im Manager. Seit einem halben Jahr. Gerade jetzt, wo alles so perfekt lief, ja. War die Beziehung rein geschäftlich? Jasmin hat eine sehr schwere Trennung hinter sich. Und ich wollte ihr Zeit geben. Trennung? Von wem denn? Ja, von Lothar Berner. Er war vor mir ihr Manager. Mhm. Und wo waren Sie gestern Abend zwischen 11 und 1? Wollen Sie damit sagen, dass ich was mit dem Tod zu tun habe? Sie wissen, dass das Fragen sind, die mir stellen müssen. Ich war in meinem Hotel, zum Ochsen. Von 22 Uhr gestern Abend bis 8 Uhr heute Morgen. Sie leben in München? Ich bin nur für die Veranstaltung hier in Rosenheim. Ja, Herr Kessler, das war's fürs Erste. Danke. Hey, darf ich? Bitte. Ich will ja niemanden verdächtigen, aber Jasmins Ex, seit sie sich von ihm getrennt hat, stellt er ihr permanent nach. Und sie hatte immer Angst, er könnte mal ausrasten. Wie war sein Name nochmal? Berner. Lothar Berner. Aha. Hallo? Hallo. Was machen Sie da? Das ist die Akte von dem Einbruch. Die wollten es doch durcharbeiten. Das haben Sie falsch verstanden, Herr Mann. Die wollten Sie durcharbeiten. Warum jetzt wieder ich? Weil Sie das am besten können. Ach so, ja. Dann mach ich das. Ach, Herr Mohr, bevor Sie die Akte durcharbeiten, bringen Sie mir doch noch einen Herrn Lothar Berner auf ein kleines Gespräch her. Der wohnt mitten in der Innenstadt. Irgendwo. Mitten in der Innenstadt, irgendwo Lothar Berner. Mhm. Die Tür geht zu. Genau.
Geht doch. So, das macht dann 22,70 bitte. Okay. So, 25 stimmt so. Danke. Ist gut? Ich hab's gerade vorher im Radio gehört. Stimmt es wirklich, dass die Jasmin tot ist? Ja, sie wurde ermordet. Und ihr Auftritt heute Abend? Den habe ich abgesagt. Was denn sonst? Herr Zomarin, ich habe mir überlegt, wenn ich... Sag mal, tickst du noch sauber? Die Jasmin ist noch nicht mal richtig kalt und du stehst hier schon auf der Matte, um sie zu beerben? Donizio, du bist doch der Erste, der ihren Tod ausnutzen wird. Mit der toten Jasmin lässt du doch richtig Geld machen. Ich höre mir diese Scheiße nicht weiter an. So, und was darf's für Sie sein? Nein, danke. Sie geht gleich wieder. Bitte, Marvin. Jetzt, wo die Jasmin tot ist, kann doch zwischen uns alles wieder werden wie früher. Jetzt mal Klartext, Steffi. Du hast deine Zukunft hinter dir. Du kannst vielleicht im Blumenladen deiner Eltern aufblühen, aber nicht im Showbiz. Ist das endlich hier oben angekommen? So, der Herr Berner war jetzt da. Ja, dann bitteschön. Folgendes. Wegen dem Einbruch, da habe ich mir was überlegt. Ja, Moa, das können wir doch später machen. Hat eigentlich die Befragung der Nachbarn irgendwas ergeben? Nein, das hat nichts ergeben, weil der Conor hat was gesehen und den einen habe ich nicht erreicht und der andere ist in Urlaub. Dann kann es doch jetzt an Herrn Berner reinlassen. Ach, ja. Herr Berner, bitte. Jetzt dann. Hab Kommissar Lind, das ist mein Kollege, Herr Brandl. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie haben sicher schon gehört, was geschehen ist. Ja, kann es immer noch nicht fassen. Dass ich Jasmin nie wieder sehen werde, das ist unvorstellbar. Und Sie waren mit Frau Roos liiert bis vor einem halben Jahr? Ja, und ich hab's gemanagt. Dann haben Sie sich getrennt? Ja, aber... Beruflich und privat? Ja, aber wir waren immer noch die besten Freunde. Da haben wir was anderes gehört. Dass Sie sich sauber geärgert haben und sind ja sogar hinterhergelaufen, auf Schritt und Tritt. Ah, der Kessler. Hätte man denken können. Dann hat er ja sicher gesagt, dass Jasmin überhaupt nicht mehr zufrieden war mit ihm. Aha. Und wieso? Es wird so einiges gemunkelt in der Branche. Was werden so gemunkelt in der Branche? Ja, dass finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Was für Unregelmäßigkeiten? Die müssen Sie den Kessler schon selber fragen. Was anderes, was haben Sie letzte Nacht gemacht, so zwischen 11 und 1? Da war ich daheim. Haben Sie dafür Zeugen? Wie gesagt, seit einem halben Jahr bin ich allein. Ja, das war's dann von meiner Seite. Ja, von meiner auch. Gut. Danke, Herr Berner. Ich möchte ja keinen umschwärzen, aber vielleicht sollten Sie sich mal mit der Steffi unterhalten. Steffi? Stefanie Soller. Die Jasmin hat's bei Marvin beerbt. Beruflich und privat, wenn Sie verstehen. Und das hat ja natürlich gescheit gestunken. Das können Sie laut sagen. Die zwei haben sie richtig gefetzt. Aber von mir wissen sie nichts, gell? Schon klar, Herr Berner. Sie wissen doch sicher, wo wir die Frau Soller finden. Ja, die ist wieder im Blumengeschäft von ihren Eltern. In der Innenstadt. Innenstadt. Musikbranche. Zu dem Konzert hätte ich ja gerade beinahe hin müssen. Echt? Die Frau Hofer hat zwar Karten gehabt. Damit haben Sie ein Motiv. Ich habe aber ein Alibi. Sie haben doch nicht etwa auf dem Hof gearbeitet. So schaut's aus. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Brandl Kripper Rosenheim. Das ist mein Kollege, der Herr Lind. Sie nehme ich an, sind die Frau Stefanie Soller. Mhm. Ja, Sie ahnen sicher, warum wir hier sind. Na? Ich hab noch nie was mit der Polizei zum Tor gehabt. Dann wissen Sie noch nicht, dass Jasmin Roos ermordet wurde. Freilich weiß ich das, aber es geht doch mir nichts an. Aber gekannt haben Sie sie schon. Wenn man sie heute so kennt, wenn man in der gleichen Branche tätig ist und nur dazu aus derselben Stadt kommt. Sie sind auch Sängerin? Ja. Arbeiten aber trotzdem hier im Blumenladen. Der gehört meine Eltern. Ich helfe bloß aus, bis ich einen neuen Manager gefunden hab. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie nicht sonderlich gut zu sprechen waren, Frau Roos. Haben Sie das von Marvin Kessler? Ist
doch ein bisschen egal, oder woher wir es haben. Der muss reden, ausgerechnet der. Oh, jeder weiß, dass die Jasmin ihm draufgekommen ist, dass er in die eigene Taschen gewirtschaftet hat. Das wissen Sie. Geredet wird halt. Aber irgendwas ist immer dran. Was uns ja nicht mehr interessiert, ist Ihr Verhältnis zu Jasmin Roos. Mei, wir sind uns halt aus dem Weg gegangen. Und der Kratzer da in Ihrem Gesicht? Der da. Hat mir meine Katze gekratzt. Die Katze? Kann es sein, dass die Katze 1,68 groß war und gut gesungen hat? Von wegen gut singen. Ja, wir haben uns gestritten. Heute Nacht? Nein, gestern Nachmittag. Wir haben uns zufällig in der Stadt getroffen und dort ein Wort zu anderen gegeben. Offenbar ist es nicht bei Worten geblieben. Die Jasmin ist völlig ausgerastet. Die ist auf mich losgegangen wie eine Furie. Als ob ich ihr den Manager ausgespannt hätte. Jetzt interessiert uns natürlich nur, wo Sie letzte Nacht waren. So zwischen 11 und 1. Daheim. Allein? Ja. Na gut, das war's dann schon. Danke. Wieder schon. Danke. Und, was halten Sie von der Dame? Na ja, vielleicht ein Hauch glaubwürdiger als die zwei Musikfuzzis, aber... Ja, die werden uns noch gut unterhalten. Kannten's recht haben. Eins, zwei... Sag einmal, Michi, was schleppst denn du alles an? Ja, Akten? Das sag ich ja. Dann brauchst du nicht fragen. Grüß Gott, Frau Schoffel. Hallo. Kannten Sie mir bitte die Bank von dieser Roos raussuchen? Das mache ich gleich. Dankeschön. Bitteschön. Sind ja alles, Herr Mohr. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn ein Einbruch mit unserem Einbruch, also mit dem Mord, zusammenhängen könnte, da könnten ja auch mehrere Einbrüche mit unserem. Und deswegen habe ich sämtliche Einbrüche vom letzten Jahr ausgehoben. Oh je. Und das wollen Sie für uns jetzt alles durcharbeiten? Nein. Ich habe mir gedacht, dass Sie. Nicke. Nein. Nein. Übrigens, dass ich es nicht vergiss, er soll jetzt sofort zum 80er. Nein, bitte wenden Sie sich an die Pressestelle. Selbstverständlich wird es eine Pressekonferenz geben. Herein. Ja, nein, zum gegebenen Zeitpunkt. Ja, wiederhören. Ich sage Ihnen, ununterbrochen läutet bei mir das Telefon wegen dieser Jasmin Roos. Der strahlendste Stern am Volksmusikhimmel. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Ich sage Ihnen, diese Presseleute können einem schon ganz schön auf den Wecker gehen. Haben wir irgendwas, was wir in der Pressekonferenz präsentieren können? Aha. In Ihrem Umfeld gibt es drei Leute, die für den Mord in Frage kommen könnten. Ja, das ist zum einen Ihr derzeitiger Manager, der Geld unterschlagen haben soll, dann Ihr Ex-Freund und gleichzeitig Ex-Manager, der ihr seit der Trennung permanent nachstellt, und eine Konkurrentin, deren Karriere durch die Roos beendet wurde. Alle drei haben ein lausiges Alibi. Ja. Mit anderen Worten, wir haben nichts. Okay, haben Sie mir schon die Bank rausgesucht, wo die Jasmin Roos ihr Konto hat? Nein, habe ich noch nicht, aber ich habe rausgefunden, dass sie gestern einen Termin bei ihrem Anwalt gehabt hat. Wie haben Sie das rausgefunden? Ja, ich habe so meine Quellen. Und Sie sagen uns jetzt sicher gleich, wie der Rechtsanwalt heißt. Ja, der Fischbach. Ja. Ja, der Fischbach, ja. Sie sagen, das zuerst müssen die den kennen. Dr. Fischbach ist dein Hofers Lieblingsressort, weil da kommt es immer zu einer ansehnlichen Spesenrechnung im Rosenbräu. Mhm. Und um diese Uhrzeit ist er meistens dort anzutreffen. Ach, und ich soll jetzt da hingehen, damit ich nicht komplett vom Fleisch fall. Ja. Ihr sitzt jetzt garantiert da mit so einer Haxe. Geh mal. Herr Dr. Fischbach? Ja. Grüß Sie, Gott Brandl, mein Name ist Kripo Rosenheim. Eigentlich hätte ich früher mit einer gerechnet. So? Wie das? Wir kennen uns doch gar nicht. Immer wenn einem von meinen Mandanten was zustößt, taucht der Hofer mit einer Regelmäßigkeit auf, dass man den Lauf der Sonne danach ausrichten könnte. Und weil der Hofer zurzeit mit dem Bauernverband in Brüssel ist. Hab ich irgendwann daherkommen müssen. Genau. Bitte setzen Sie einen her. Danke. Die Schweinshaxen ist übrigens sehr zu empfehlen. Ja, schaut auch gut aus, aber ich krieg da warm heute noch was.
Was darf ich da bringen? Weißbier. Ein dunkles? Ein leichtes. Mir bringst bitte auch noch eins und noch ein Essen einen Willi. Ich bin doch eingeladen, oder? Ja. Ja. Ich schätze mal, Sie sind wegen der Jasmin Roos da. Ja, das ist richtig. Da würde ich Sie fragen, wegen dem Testament, ist da was da? Dass es eins gibt, kann ich Ihnen sagen. Aber wo es drin steht? Das verbietet Ihnen Ihre anwaltliche Schweigepflicht. Sie wissen es ja. Was kriege ich dann von Ihnen für Schweinshaxe und ein Weißbier? Drei Weißbier. Und vergessen Sie den Willi nicht. Das ist ein bisschen wenig, wenn Sie mich dann nur anwaltlich anschweigen. Was darf es mir denn sagen? Also, wenn Sie mich fragen, hat der Manager, der Kessler, da ganz schön was für sich abgezweigt. Ja. Und das darf es mir sagen? Ja, weil das sowieso zur Anzeige kommt. Um was für Summe handelt es sich da? So um 20.000, 30.000 Euro, vorsichtig geschätzt. Aha. Also gestern Abend wollte sie ihn zur Rede stellen, deswegen. So, zum Wohl. Danke dir. Der Willi kommt auch gleich. Ja, danke. Da habe ich ihr doch ein erstklassiges Mordmotiv geliefert. Er unterschlägt Geld, sie kommt ihm drauf und droht mit Anzeige. Batsch. Prost. Prost. Ach, jetzt sind Sie aber spät dran, Herr Brandl. Ja, es tut mir leid, Frau Hofer. Ich hoffe, Ihnen ist das Essen nicht verkocht. Was für ein Essen? Haben Sie nicht gesagt, Sie wollen für uns zwar kochen? Ach, das habe ich total verschwitzt. Entschuldigung, aber die haben mir jetzt nur kurzfristig einen Termin aufs Auge gedruckt. Servus. Ich lasse die Schweinshaxe sausen. Morgen, Joe. Servus, Christian. Servus, Frau Hartmann. Morgen, Joe. Einmal das Übliche, bitte. Für mich auch das Übliche. Ja, da schon her. Was heißt hier da schon her? Also, wenn das jetzt nicht gerade der Vater Morgana war, dann seid ihr miteinander gekommen. Ja, es ist gestern ein bisschen später geworden. Ich habe was getrunken und meinen Wagen bei ihr stehen lassen. Den habe ich gerade abgeholt. Wer es klappt, wird selig. Gib mir einen Cappuccino. Wenn's meinst. Und? Wisst ihr jetzt, wer die Rose umgebracht hat? Nein, aber du. Ich? Warum ich? Weil ich dich kenne. Immer wenn du so anfängst, willst du irgendwas loswerden. Also, wenn du mich so fragst, nachdem ihr gestern gegangen seid, ist da ein Haus reingeschneit. Circa 24, schwarzhaarig, Locken, 1,70 groß? Genau. Vom Feinsten, sag ich dir. Also, wenn ich irgendwelche Männergespräche stören sollte, müsst ihr es nur sagen. Ist rein dienstlich. Entschuldigung. Weißt du schon. Auf der Ordnung, das trifft sich sehr gut. Meistens ist es genau andersrum. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast schon was her. Was ist das? Das ist die Rechnung aus dem Rosenbräu. Ein Hauptgericht, ein Williamskirsch, eine Nachspeise, vier Weißbier? Ja, das hat sich ergeben durch die Ermittlungsarbeiten. Und da wollte ich Sie fragen, weil der Herr Lindt hat gesagt, der Hofer gibt das auch immer bei Ihnen ab. Tut er aber mit zwei Hauptgerichten. Ja, und? Wieso mit zwei? Ganz einfach. Zwei Hauptgerichte sprechen dafür, dass jemand eingeladen haben. Diese Rechnung hingegen legt den Verdacht nahe, dass Sie allein Rosenbräu gegessen haben. Na, ich hab... Das sag nicht ich, das wird die Revision mir vorhalten. Tut mir leid, Herr Brandl. Schönen Tag noch. Ah, jetzt kommen Sie auch daher. Guten Morgen. Tut mir leid, ich hatte noch ein wichtiges Gespräch zu führen. Ein wichtiges Gespräch im Times Square mit der Frau Ortmann. Ja, das eigentlich Interessante kam aber von Joe ausnahmsweise. Er hat erzählt, dass der Kessler und die Stefanie Soller sich bei ihm gestritten haben gestern. Heftig. Anscheinend will sie Jasmins Platz wieder einnehmen, jetzt, wo sie tot ist. Also Nebenbuhlerin killt Nebenbuhlerin, um ihren Platz einzunehmen. Eigentlich ein klassisches Mordmotiv. Weiß ich, Herr Mohr. Mhm. Der Herr Mohr war schon da, wie ich gekommen bin. Und sind Sie mit Ihrer Recherche weitergekommen? Freilich bin ich weitergekommen. Ja, dann lassen Sie mal hören. Also. Bei genauester Untersuchung von all diesen Unterlagen. Geht's ein bisschen schneller, Herr Mohr. Ja, es gibt eine Übereinstimmung bei allen Einbrüchen und zwar eine Party. Eine Party? Genau genommen sogar vier Partys. Ich habe jetzt sämtliche Einbrüche von den letzten 12 Monaten durchgeschaut und bei vier von den Einbrüchen hat kurz vorher eine Party stattgefunden. Und was hat das mit unserem Mord zu tun? Was das mit unserem Mord zu tun hat? Bei der Rose hat es am Wochenende auch eine Party gegeben.
Und weil es bei allen Partys etwas zum Essen geben hat, nämlich so kleine Brote, ich weiß nicht, wie die heißen. Cannabis. Cannabis, ganz genau. Hab ich recherchiert. Und rausgefunden, dass es bei jeder Party die gleiche Firma war. Wieso wissen Sie das jetzt? Der Herr Brandl hat das dritte Auge. Wieso hat der jetzt ein drittes Auge? Und wie heißt die Firma? Die heißen Lobmeier Catering Service. Ist aber nur der alte Wirt vom Hackelberg. Ganz hervorragend, Herr Mohr. Gigantisch. Okay. Unten bei den Kollegen würde ein Herr Kessler warten. Ah ja, man möge ihn in den Vernehmungsraum bringen. Ich werde es weiterleiten, Herr Brandl. Danke. Können Sie mir erklären, was das soll? Ich habe wirklich was Besseres zu tun, als hier rumzuhängen. Aha. Wir aber nicht. Und wenn Sie unsere Fragen beantwortet haben, dann können Sie gerne gehen. Bitte, Herr Kessler. Bitte. Wollen wir doch mal ein bisschen über Ihre Geldgeschäfte reden. Ich wüsste nicht, was die Sie angehen, ja? Na, die gehen uns schon was an, wenn es was mit einem Mordmotiv zu tun haben können. Oder wollen Sie bestreiten, dass Frau Roos rausgefunden hat, dass Sie ihr Geld unterschlagen? So ein Blödsinn. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Eine unserer leichtesten Übungen. Es geht ratzfatz. Da ruft man diesen Dr. Fischbacher. Das ist der Anwalt von Jasmin Roos. Ja, das machen wir. So, Fischbach. Da ist er. Naja, was heißt unterschlagen? Vielleicht hat es ein paar Fehlbuchungen gegeben. Fehlbuchungen? Ja, sowas kann vorkommen in der Hektik. Das sah Jasmin Roos aber anders. Sie wollte sie deswegen anzeigen. Und um das zu verhindern, sind Sie vorgestern Nacht noch mal zu ihr gefahren. Es kam zum Streit. Ich war nicht bei Jasmin. Ich war im Hotel. Was kein Hotelangestellter bestätigen kann. Was auch kein Hotelangestellter bestätigen muss. Denn erstmal müssen Sie mir beweisen, dass ich nicht im Hotel war. Und bis dahin, meine Herren, haben Sie keinen Grund, mich hier festzuhalten. Bitte, Herr Kessler, Sie können gehen, aber Sie kennen die Spur. Halten Sie sich zu unserer Verfügung. Hallo, Steffi. Ich wollte mich für mein Verhalten gestern entschuldigen. Hast du es da doch anders überlegt? Wäre ich sonst hier? Ehrlich, du wirst mir wieder managen. Na klar. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. In einem halben Jahr ich kein Mensch mehr vor der Jasmin. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Du kannst mir noch einen Blumenstrauß jetzt geben? Ja? Den da hinten zwischen den Säulen, den bunten. Genau. Was macht das? 20 Euro. Ich leg sie hier hin, ja? Danke. Und der ist jetzt für dich. Auf dem Beginn einer wunderbaren Beziehung. Das ist... Mein Gott, ich bin so froh, dass alles so gekommen ist. Ja? Herr Lobmeier, grüß Sie Gott. Brandl, mein Name, Kripo Rosenheim, Mordkommission. Das ist mein Kollege, der Herr Lind. Kripo? Das ist jetzt aber ganz schlecht. In einer halben Stunde müssen die Canapés raus. Die drei Minuten müssen Sie noch schon Zeit nehmen. Herr Lobmeier, ich habe hier eine Liste mit 5 Partys, die Sie beliefert haben. 5? Ich habe in der letzten Zeit hunderte von Festen gecatert. Und nur bei den 5 Adressen ist anschließend eingebrochen worden. Unter anderem bei einer Jasmin Roos. Ah, die Sängerin? Da waren wir letztes Wochenende, ja. Kommt Ihnen das nicht komisch vor? Immer da, wo Einbrocher waren, haben Sie kurz vorher geliefert. Zufall? Glaube ich nicht. Es wäre eher ein Zufall, wenn es ein Zufall wäre. Was wollen Sie damit sagen, dass ich damit was zu tun habe? Um Gottes Willen, aber dann haben Sie bestimmt auch nichts dagegen, wenn wir heute Nachmittag mit einem Durchsuchungsbeschluss wiederkommen. Ja, genau. Und was soll das? Ja, wir werden uns bloß ein bisschen umschauen. Und wenn wir nichts finden, sind Sie hier aus dem Schneider. Also bis heute Nachmittag. Wiederschauen. 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 Wir hätten die Bude natürlich auch gleich auf den Kopf stellen können. Wäre natürlich in Stress ausgeartet. Außerdem, eine Idee war schon richtig. Warum sollen wir was suchen, was er schon weiß, was ist? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nicht schlecht.
Darf man kurz hineinschauen? Was soll das? Reine Routine. Bitte sehr. Jetzt sagen Sie nicht, das sind Erbstücke. Da werden wir ein bisschen reden müssen, Herr Lobmeier. Grüß dich. Ein bisschen habe ich mich schon gewundert, wie du mich angerufen hast. So, alles gut. Was darf's sein? Für mich nichts, danke. Ich bleib nicht lang. Ich darf noch so einen Rotwein, bitte. Sehr gern. Warum soll ich dich nicht anrufen? Weil wir bis jetzt nicht allzu viel zum Tag gehabt haben miteinander. Eigentlich gar nichts. Ja, aber es hat sich ja einiges geändert in den letzten Tagen. Ich hab mir gedacht, jetzt wo Jasmin tot ist, ich mein, wenn wir zwei. So, bitteschön, sehr zum Wohle. Die Jasmin war für jede Menge Auftritte gebucht. Und es wird für die Veranstalter nicht leicht, so schnell einen Ersatz zu finden. Das ist unsere Chance. Pass mal auf, Lothar. Das hast du nicht im Kreuz. Im Klartext, mit so einem Loser wie dir werd ich nicht zusammenarbeiten. Ist das bei dir auch gekommen? Schon verstanden. Ist der Marvin wieder hinten reingerochen? Ich muss nirgends reingerochen, im Gegensatz zu dir. Ich hab echt nicht die Zeit, sie mit dir zu verschwenden. Servus. Grüß Gott, Frau Stockel. Herr Brandl. Wo ist denn Herr Mohr? Der müsste gleich wieder kommen. Haufen Zeug von den Einbrüchen. Aha. Wissen Sie, was ich mir überlegt habe? Wenn man den Inhalt von der Taschen abgleicht mit unserer Liste von den gestohlenen Gegenständen von den Rosenheimer Einbrüchen. Und das, was da übrig bleibt, das ist aus dem Haus Jasmin Roos. Herr Brandl, das kann stimmen, muss aber nicht. Es kann nämlich auch von einem Haus stammen, wovon wir keine Listen haben. Damit Sie wieder recht. So, passen Sie auf, Herr Lobmeier. Wir können jetzt ewig lange drum herum reden und uns gegenseitig das Leben schwer machen. Aber aus der Nummer kommen Sie sowieso nicht raus. Insofern schlage ich vor, wir nehmen den einfachen Weg. Ich habe Ihnen das eh gesagt mit den Einbrüchen. Das Catering-Geschäft ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Die Leute sparen, wo sie können. Müssen wir aber jetzt nicht warnen, oder? Vor einem Jahr ist meine Frau auf und davon. Wenn's Geld geht, geht die Liebe auch sonst. Mhm. Und da haben Sie gedacht, mit den Einbrüchen, da kommt das Geld wieder und die Frau gleich mit? So ungefähr. Und bis vorgestern ist alles gut gegangen. Und dann plötzlich überrascht sie die Jasmin Roos und sie ist am Durchtrat. So ein Schmoren. Ich war überhaupt nicht drin in dem Haus. Wo waren Sie denn dann? Daheim. Hallo natürlich. Herr Kommissar, ich habe Ihnen die Einbrüche ja eh schon gestanden. Ja, vier. Uns geht's um den fünften. Ich sag's einmal anders. Wenn Sie am Haus waren, dann finden wir einen Zeugen. Da können Sie das Gift draufnehmen. Ein Nachbar, der seinen Hund ausführt, eine Frau, die nicht schlafen kann, ein Liebespärchen. Wir finden jemand. Also gut, ich warte. Nein, bitte. Aber im Haus war ich nicht drin. Jetzt hört's endlich auf mit der Salamitaktik. Lassen Sie ja nicht alles aus der Nase rausziehen. Wie ich hinkommen bin, hat Licht brennt. Und dann habe ich gesehen, dass noch wer zu Hause ist. Okay. Wie spät war's da? Ja, so 11, 11:30. Dann habe ich noch ein bisschen gewartet und bin heimgefahren. Haben Sie erkannt, wer im Haus war? Na wie denn? Da waren doch Vorhänge. Ich habe nur Schatten gesehen. Schatten, also von mehreren Personen? Ja. Zwei mindestens. Und sonst haben Sie sonst irgendwas gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Überlegen Sie mal. Ah, da war noch so ein Auto gegenüber vom Haus. Ein Auto? Auf der Straße. Ui. Ja, ein kleines, goldfarbenes. Ich hab mir noch gedacht, wie kann man sich so ein schönes Auto mit so einer kreislichen Farbe kaufen? Na gut, Herr Lobmeier, wir werden das alles einmal überprüfen. Bis dahin kriegen Sie bei uns ein schönes Einzelzimmer, bitte. Auf geht's. Du bringst ihn gleich runter zum Hartl, der hat bestimmt noch ein paar Fragen wegen die Einbrüche. Okay. Ich hab sie nicht umgebracht, wirklich. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ja. Jetzt gehen wir. Goldfarben. Wir sollten noch mal in die Innenstadt gehen. Blumen kaufen?
Schauen wir mal hin, das sehen wir schon. Guten Tag, Frau Soller. Grüß Sie, Herr Gott. Was wollen denn Sie schon wieder? Wir würden uns gern bei Ihnen ein bisschen umschauen. Wieso? Ja, bitte, ich habe nichts zu verbergen. Naja, so ganz die Wahrheit haben Sie uns ja nicht gesagt. Sie waren nachts noch bei Jasmin. War ich nicht. Es gibt einen Zeugen, der Sie dort gesehen hat, und zwar ziemlich genau zur Tatzeit. Möglich, da war niemand. Sehen Sie, so schnell kann man Sie verplappern. Ja, ich war dort, aber ich hab's nicht umgebracht. Und warum sollen wir Ihnen das glauben? Weil es wahr ist. Ich hab eine Mordswut auf Sie gehabt, das stimmt. Und wir haben uns auch richtig gefetzt. Was suchen Sie eigentlich? Ich hab schon was gefunden. Und es schaut nicht, dass wir ein Blumengesteck. Ich hab keine Ahnung, wie das hierher kommt. Guten Servus. Michi! Hm? Du glaubst es nicht. Was glaub ich nicht? Schon wieder? Lind und Ortmann. Stockli, was du immer denkst. Der Lind und die Ortmann, der Lind. Michi, das war die Anni vom Betrug. Die hat die Ortmann und den Lind heute in der Früh gesehen. Ja und? Ich hab's auch gesehen in der Früh. Aber nicht, wie die Ortmann vor ihrem Haus in Linzer Auto eingestiegen ist. Ja, mein, vielleicht hat das abgeholt. Mein Gott, Michi, bist du naiv. Frau Stockel? Ah, grüß Gott, Herr Lind, wie geht's uns heute? Gut, danke. Gibt's einen Grund, warum Sie das fragen? Na, bloß so. Bloß so? Mhm. Ich wollte nur Bescheid sagen, der Herr Brandl und ich sind im Vernehmungsraum, ja? Mhm. Herr Lind! Ja? Ich bin gleich fertig mit den Listen. Und alle Stücke sind aufgeführt, was? Wieso wissen Sie das? Haben Sie jetzt auch ein drittes Auge? Nein, wir haben die Schmuckstücke von Frau Roos bei Stefanie Soller gefunden. Und wieso arbeitet immer denn hier den Wolf? Weil wir sie gerade erst gefunden haben, Herr Mohr, tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Ja? Was macht die Befragung der Nachbarn? Dafür habe ich keine Zeit gehabt, ich habe hier Listen geschrieben. Aber jetzt haben Sie Zeit. Ja. Die will mich nicht hätten. Tja, Frau Soller, schaut nicht gut aus. Eher schlechter, die Sohn. Weil sie einfache Geständnis ablegen. Wie oft soll es einer noch sagen, ich hab die Jasmin nicht umgebracht? Sie sind aber zur Tatzeit am Tatort gesehen worden. Und dann erklären Sie mal, warum wir das hier bei Ihnen gefunden haben. Ich hab keine Ahnung, irgendwer... Nicht schon wieder. Doch, das hat mir jemand untergeschoben. Genau. Der Marvin war bei mir im Geschäft. Der hat das Zeug bei mir versteckt. Ja, jetzt war's wieder der Kessler. In 10 Minuten ist der Berner an der Wappen und ein bisschen waren es mir. Hören Sie auf mit dem Schmarrn. Doch, bestimmt der Marvin war's. Ich hab mich schon gewundert, dass der mich plötzlich wieder managen wollte. Die müssen's eher vornehmen. Der war's. Grüß Sie, Gott. Habt ihr einen Moment Zeit für mich? Für Sie, immer einmal. Herr Lind, das lasse ich mir schriftlich geben. Folgendes. Ich hab den Nachbarn von der Rose erreicht. Und zwar nicht den, der auf Urlaub gewesen ist, weil der hilft uns ja nicht weiter. Herr Mohr, kommt ein bisschen kürzer. Ja, der andere Nachbar hat seinen Hund Gassi geführt in der Mordnacht und er hat sich so geärgert über einen Geländeschlitten, der saublöd geparkt hat am Gehsteig vom Haus von der Rose, dass er sich den seine Nummer aufgeschrieben hat. Und jetzt ratet einmal, wem der Wagen gehört. An Marvin Kessler. Dann hat er schon wieder gelogen. Aber trotzdem, selbst wenn wir ihm nachweisen können, dass er dort war, den Mord. Vielleicht sollten wir mal was anderes versuchen. Ausstellen bitte. Ich frage mich, was das soll. Das werden Sie gleich sehen. Gehen wir auf Kostola. Du Schwein, du hast mir das Zeug untergeschoben. Spinnst du? Wovon redest du? Damit kommst du nicht durch. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Wir gehen jetzt rein und klären das. Also langsam reicht's mir. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Ihre Spielchen. Dieses eine Mal werden Sie mir das noch gefallen lassen müssen. Bitte schön.
Danke. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, uns wie die letzten Verbrecher zu behandeln. Jetzt übertreiben Sie mal nicht, aber Gründe haben wir, das können Sie mir glauben. Wir wollen noch mal die Tatnacht mit Ihnen durchgehen. Da war ich im Hotel. Nein, waren Sie nicht. Wir haben einen Zeugen, der Sie vor dem Haus gesehen hat. Und zwar ziemlich genau um die Tatzeit. Soll man herholen? Soll man? Dann war ich eben hier, na und? Ach, jetzt doch? Ja. Gut, dass Sie hier waren, das haben wir bereits geklärt. Sie haben Geld unterschlagen. Deswegen waren Sie hier. Sie wollten auf alle Fälle verhindern, dass Jasmin Sie anzeigt. Und deswegen hatten Sie auch das stärkste Motiv, ein paar Jahre Gefängnis, oder eben nicht? Naja, ich habe an der Tür geklingelt, sie hat nicht geöffnet und da bin ich wieder gefahren. Und tschüss, meine Herren. Nicht so schnell, Herr Kessler. Aber Sie haben doch das Zeug aus dem Haus bei der Steffi gefunden, damit dürfte doch alles klar sein. Das hast du mir untergeschoben. So ein Blödsinn. Sie war's. Ich hab's gesehen, sie hat Jasmin ermordet. Das ist nicht wahr. Die hat noch gelebt, wie ich weg bin. Ich hab's doch genau gesehen durchs Fenster. Die beiden haben gestritten und dann hat sich Jasmin erschlagen. Der lügt, ich war das nicht. Was soll er? Bleiben Sie ganz ruhig. Das kriegen wir schon. Sie haben es also durchs Fenster gesehen. Durch welches? Durch das da. Schanz, haben Sie jetzt sauber Pech gehabt. Da haben wir schon wieder einen Zeugen, der hat ausgesagt, dass die Vorhänge zu waren. Sie können sie gar nicht gesehen haben. Sollen wir den herholen? Nein, glauben Sie mir, verdammt nochmal. Ich hab Sie gesehen. Ich hab gesehen, wie Sie Jasmin mit dem Schürhaken erschlagen hat. Sehen Sie schon wieder so einen Punkt? Wir haben nirgendwo veröffentlicht, womit sie erschlagen wurde. Das kann nur einer wissen. Ihr Mörder. Schaut im Moment ganz schlecht aus für Sie, Herr Mohr. Dieses naive Dummchen, ne? Wegen läppischer 30.000 Euro lässt sie mich über die Klinge springen. Eukalyptus? Sie vielleicht? Gern. Ist gut für die Stimme. Danke.